Damen, meine Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Landes, der Stadt Stuttgart, der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs und dem Verein Zeichen der Erinnerung. Ich begrüße die zu Wort kommenden Schüler und Schülerinnen, herzlichen Dank für dieses Vorspiel, die mit Worten und Musik diesen Abend gestalten, insbesondere auch aus anderen Schulen, aus der Waldorfschule oben im Krefeld. Ich begrüße die Damen Andra Stojanik, das ist die eben hier spielte, Frau Barbara Traub, Sprecherin des Vorstands der IRGW, Frau Barbara Staudacher, die Herren, Generalkonsul Schlosser, der aus München hierher gekommen ist, den Minister Dr. Nils Schmid, Oberbürgermeister der Stadt Wolfgang Schuster, Herrn Högerle, den Bürgermeister Martin Scheirer, Jonathan Winkler, der nachher einige Worte sagen wird, und den Landesrabbiner Nathanael Wurmser. Weshalb kommen wir hier zusammen? Was geschah hier vor 73 Jahren? Im Herbst 1941 begannen die systematischen Deportationen. Auf Befehl von Berlin mussten 16 Städte Tausende ihrer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Todeslager im Osten deportieren. Stellen Sie sich den 1. Dezember heute vor 70 Jahren an diesem Ort vor. 1000 Menschen jüdischen Glaubens, Bürger und Bürgerinnen, genauso wie wir, der Stadt und auch aus dem Lande, Nachbarn von uns, zermürbt, entwürdigt durch jahrelange Demütigung und Drangsalierung. Kinder, Frauen, Männer wurden in Hallen oben in der Reichsgartenschau auf dem Killesberg zusammengetrieben und an diesem Ort hier in Waggons gepfercht. Hier stellen sich vor die Züge, die weinenden Menschen, Kinder, die brüllenden SS-Leute. Am Abend, zu dieser Zeit in etwa, es ist am Dunkelwerden gewesen, verließen die Deportationszüge die Stadt, ihre Heimat, Reise in den Tod, in 4 eiskalten Tagen nach Riga, und dort wurden die meisten innerhalb 3 Monaten ermordet. Nur wenige überlebten. Auch in Stuttgart hier nahm die Shoah, der Holocaust, seinen Anfang. Diese unfassbaren Verbrechen, diese Menschheitskatastrophe, der Anschlag auf die menschliche Existenz, begann die unauslösliche Schändung der Menschheit. Auch hier wurde der Mensch zum Gegenmensch. Alles Geschehene liegt jenseits der Worte, die reichen einfach nicht heran. Es überlebte der Ort, die Schienen, die Schwellen, die Prellbrücke, auch der große Teil des Schotters sind authentisch, sind auch aus der damaligen Zeit. Wir hatten viel Zeit. Es dauerte nach einer seit 1945 währenden Friedensperiode fast 60 Jahre, bis wir uns daran erinnerten. In Stuttgart dauert und auch in anderen Städten manches länger oder überhaupt in unserer Gesellschaft hat dieses Thema lange gedauert. 2006 konnten wir, der Verein, diese Gedenkstätte der Öffentlichkeit übergeben. Ein Ort des Gedächtnisses der Stadt. Wir nannten ihn, diesen Ort, Zeichen der Erinnerung. Und noch die Frage, was ist Erinnerung? Mit einer ritualisierten jährlichen Kranzniederlegung und Reden ist es nicht getan. Worte wie Trauer, Verpflichtung, Verantwortung, Respekt, alles nur Worte. Damit wird die Erinnerung ausgelöscht, wenn man nur Worte sagt. Wird aus dem Genozid Gedächtnisverlust, wenn das Handeln nicht folgt. Wir sind, was wir erinnern, indem wir uns den Erinnerungen stellen, die mich sehen, die Erinnerungen sehen mich ja. Wir das Schweigen in uns zum Sprechen bringen, handeln gegen Nichtwissen, Bequemlichkeit, Gesicht zeigen im Alltag, nicht aufhören in dem Bemühen, die Taten, die Opfer, die Täter der Anonymität zu entreißen. Dass nie wieder so etwas geschieht. Geschichte ist nur als erinnerte, nach vorne gewandte Geschichte präsent. Und dies ist harte Arbeit, Erinnerungsarbeit. Erinnerungsfähigkeit bedarf einer festen Verortung. Das ist gut, wenn sie fest verortet werden kann. Zu der die erlebbaren Zeug blind. Wir benötigen Orte der gewussten Vergangenheit, Spuren des grauenhaften Geschehens. Narben erzählen ja meist mehr als glatte Haut. Dies ist die Aufgabe dieses Ortes. Da war der Namen da drüben, wo 2500 jüdische Bürgerinnen und Bürger
erwähnt werden, aufgeschrieben sind und noch 200, 250 Sinti und Roma. Damit wird der Erinnerung ein Gesicht gegeben. Es ist der einzige Ort der Welt, an dem diese Menschen sichtbar sind, zu uns sprechen. Und noch ein Wort, die deutsche Sprache ist ja manchmal phänomenal. Erinnern und Verinnerlichung haben dieselbe Stammsilbe. Damit wird gesagt, Erinnerung ist ein innerer Vorgang, ein individueller Vorgang, ist Erinnerungsarbeit. Sein und Erinnern steckt ja in diesem Verinnerlichen drin, bedingen sich gegenseitig. Wirklichkeit formt sich nur in und mit der Erinnerung, als Wanderer im Nebel der Erinnerung, die wir ja sind, in der Unaufhörlichkeit der Erinnerungsarbeit wird sie Gegenwart des Vergangenen, wird Gegenwart des Gegenwärtigen, Anschauung, wird Gegenwart des Zukünftigen, Erwartung. Ich fordere Sie, uns, mich auf, sich den Erinnerungen zu stellen, Erinnerungsarbeit zu leisten, Wunden offen lassen, Gesicht zeigen, Verantwortung übernehmen, Handeln gegen die Gefährdungen, Zeichen für die Zukunft setzen, Wärme, etwas Wärme in unserer kalten Welt verbreiten. Und nun darf ich Sie um eine Minute Stille bitten, zum Gedenken an die Menschen, an die Opfer denken, die hier ihren Weg in die Ermordung, in den Tod gegangen sind. Ich danke Ihnen. Nun bitte ich den Herrn Generalkonsul Shalev Schlosser, Vertreter des Staates Israel hier in Süddeutschland, ja, in München ansässig und ist hierher gekommen. Vielen Dank dafür, bitte ich Sie hier zu uns zu sprechen. Sehr geehrter Herr Stellvertreter Ministerpräsident Dr. Schmidt, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Schuster, sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Scheirer, sehr geehrte Frau Vorstandssprecherin Traub, Frau Jakubowski, Herr Kashi, sehr geehrter Herr Landesrabbiner Wurmser, sehr geehrter Professor Ostertag, liebe Jonathan Winkler, sehr geehrte Gäste, liebe Schüler, Schülerinnen, vor genau 70 Jahren begann hier für die Stuttgarter und Württemberger Juden der Albtraum, das schwärzeste Kapitel in der Geschichte. Hunderte jüdische Familien standen genau hier, auf diesem Bahnsteig. Was ging in ihren Köpfen vor? Können wir das heute überhaupt begreifen? Wer waren diese Menschen? Frauen, Kinder, Alte. Wie hießen sie? Moses, Eugen, Kurt, Susanne, Marianne. Jeder Einzelne hatte seine eigene Geschichte. Seine Hoffnungen, seine private Ängste. Könnten Sie ahnen, dass Ihre Reise von hier aus in die Hölle geht? Und dass Sie wahrscheinlich nie wieder zurückkehren würden? Was an diesem 1. Dezember 1941 begann, endete 1945 in der fast gänzlichen Vernichtung der Stuttgarter und württembergischen Juden sowie 6 Millionen Judenmenschen weltweit. Von den 2500 fast deportierten Juden aus Württemberg und Hohenzollern kehrten nur 180 zurück, also so knapp 5%. Vor ihnen stand die größte Aufgabe, den Weg zurück ins Leben zu finden, es Stück für Stück wieder aufzubauen, während sie ihre Erinnerungen ständig verfolgten. Aber die Erinnerung ist heute, 70 Jahre später, wichtiger denn je. Denn wir leben in einer Zeit, in der die Zeitungen zum Beispiel nicht mehr selbstverständlich über zum Beispiel
Reichspogromnacht berichten. Die Zeitzeugen von der Shoah werden immer weniger, während gleichzeitig die Shoah-Leugner immer mutiger und lauter werden. Darf ich vielleicht nur ein kleines Beispiel geben? Meine eigene Familie, meine Tante, sie trägt die berühmte Nummer. Sie ist heute 82, sehr, sehr krank. Sie wurde mit der Onkel, mit ihrer Mutter nach Auschwitz verschleppt. Sie und ihre Mutter kehrten zurück. Der Vater, meine Großonkel, der wahrscheinlich am selben Tag der Ankunft ins Gas geschickt. Sie konnte leider, bis vor 2 Jahren nichts erzählen. Sie sprach überhaupt nicht darüber. Nie. Und wenn sie wollte, gefragt, sie hat gesagt, sie will nicht. Und dann plötzlich, vor 2 Jahren, als sie schon krank war, sie hat es verstanden. Das war ein Fehler. Und dann vor 2 Jahren begann sie zu sprechen. Und seit dann hört sie nicht auf. Aber solche Leute haben wir leider nicht für lange unter uns. Antisemitische Aussprüche werden täglich geduldet, sei es in Europa, der arabischen Welt oder im Iran. Selbst rechtsradikale Zellen werden wieder stärker und rücken ins Licht der Öffentlichkeit. Um unsere Demokratie und Freiheit auch weiterhin zu bewahren, müssen wir Antisemitismus, Rassismus und Ignoranz tagtäglich bekämpfen. Erlauben Sie mir, meine Sichtweise zu erläutern. Die Redefreiheit in einer demokratischen Gesellschaft sollte nur in einem einzigen Fall begrenzt werden, nämlich wenn die freie Meinungsäußerung missbraucht wird und somit zu einer Bedrohung der Demokratie selbst wird. Wir kennen die Geschichte und müssen die Lehren daraus ziehen. Ich denke, dass eine Demokratie, die überleben will, politische Plattformen, die sie aushöhlen wollen, untersagen muss. Darüber hinaus sollte die große Bedeutung und die Kraft der Erinnerung nie unterschätzt werden. An die Schrecken der Shoah muss vor allem die jüngere Generation erinnert werden. Für die heutige Jugend in Israel sowie in Deutschland ist eine freie Gesellschaft selbstverständlich, als ob das von Himmel auf unseren Kopf gefallen ist. Aber wir wissen, dass sie eigentlich ein ständiges Streben erfordert. Dafür müssen wir die Kenntnis der Geschichte immer wach halten. Heute, 70 Jahre nach dem Beginn der Vernichtung der Juden, aber auch morgen und übermorgen und übermorgen. Trotz der Vernichtung eines Drittels meines Volkes schafften es meine Vorfahren, den Staat Israel in seinen Jahrestausend alten Heimat zu gründen. Wenn der Staat Israel vor dem Zweiten Weltkrieg existiert hätte, dann hätte so etwas wie die Shoah nicht passieren können. Aber Israel leider wurde nur 48, 3 Jahre danach gegründet. Die Beziehungen zwischen Deutschland und meinem Staat Israel basieren auf der Erinnerung, die Verantwortung, aber auch auf die Versöhnung. Heute jedoch sind die Beziehungen auf weitaus mehr aufgebaut. Israel und Deutschland verbindet eine enge Freundschaft und jüdisches Leben sowie jüdische Gemeinden in Deutschland werden immer zahlreicher und lebendiger. Die Einrichtung einer zweiten Vertretung des Staates Israel in Deutschland
Die Eröffnung des neuen Generalkonsulats des Staates Israel in München für Deutschland im Herbst ist ein starkes Zeichen dafür. Also dieses positive Zeichen erlaubt mir heute, auch einen optimistischen Blick in die Zukunft zu werfen. Als Vertreter Israels werde ich alles tun, neben der Erinnerung, um auch diesen positiven Blick mit Taten zu folgen. Ich danke Ihnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich heute hierher gekommen bin, heute Abend, war ich etwas ratlos, denn was soll man denn sagen angesichts dessen, was vor 70 Jahren hier geschah? Da wirken doch Worte seltsam schal. Kein Wort vermag die Angst zu beschreiben, die etwa Alice Harburger aus Reutlingen empfunden haben mag, als sie an jedem Tag in eine ungewisse Zukunft verschleppt wurde. Wenig später wurde sie in Riga ermordet. Kein Wort vermag es auf der anderen Seite begreiflich zu machen, was Friedrich Muska aus Ludwigsburg angetrieben haben mag, als er die Deportation wie einen weiteren Verwaltungsakt organisierte. Man hat dieses Böse banal genannt und vielleicht macht genau das diese Verbrechen so unbegreiflich. Worte können das, was geschah, nicht greifen und nicht beschreiben, doch vor allem können sie das Unrecht, das damals von Deutschen an ihren Mitmenschen, an Deutschen, an Mitbürgern angetan wurde, nicht rückgängig machen. So bleibt uns nur das Gedenken um jene, die zu Opfern wurden, die zu Opfern gemacht wurden, und das Gedenken um eben diesen Menschen zumindest ihre Würde zurückzugeben. Das mag wie wenig erscheinen, doch es ist eben mehr als nichts. Denn wir können zwar die Vergangenheit nicht mehr ändern, wir können sie nicht einmal bewältigen, doch wir können ihrer erinnern. Und ohne Erinnerung wäre auch eine Versöhnung nicht möglich gewesen. Richard von Weizsäcker hat in seiner Rede zum 40. Jahrestag zum Ende des Zweiten Weltkriegs auf diesen wichtigen Punkt hingewiesen, als er eine jüdische Weisheit zitierte. Zitat: Das Vergessenwollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Wie wichtig es ist, die Erinnerung wachzuhalten, wird uns in diesen Tagen beim Blick auf die Nachrichten wieder schmerzlich bewusster. Und es ist unerträglich, dass auch heute noch Nazis in Deutschland ungestört über Jahre hinweg töten konnten, was sie für lebensunwert hielten. Auch nach 70 Jahren machen uns die Verbrechen, die Deutsche hier und an vielen anderen Orten in Europa begangen haben, wütend und traurig. Über 2500 jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Württemberg wurden von hier aus deportiert. Beinahe alle wurden in den Sammel- und Konzentrationslagern der Nationalsozialisten ermordet. Jeder von ihnen und jede von ihnen hatte einen eigenen Namen, eine eigene Geschichte und einen eigenen Traum vom Glück. Vor ihnen verneigen wir uns, die Erinnerung an sie wachzuhalten, ist unser Auftrag. Shalom, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, damit wir gemeinsam gedenken können an einem Ort, der in Stuttgart für die Schrecken der Vergangenheit steht. Ich danke auch all denen, die diese Feierstunde mitgestalten. 12 Deportationszüge bedeuteten für mehr als 2500 Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens, ältere, jüngere, Mütter, Kinder, die Fahrt in einen grauenhaften Tod
in einem Konzentrationslager. Mitten unter uns wurden Bürgerinnen und Bürger mitgenommen, in den Tod geschickt, weil sie anders waren, weil sie jüdischen Glaubens waren. Es bestimmt uns heute noch, welche unfassbaren, unbeschreiblichen Gräuel, welche ungeheuren Verbrechen damals von Deutschen verübt wurden. Die Shoah war, wie Frau Bundeskanzlerin Merkel es einmal ausdrückte, ein Zivilisationsbruch. Dafür trägt Deutschland für immer die Verantwortung. Doch was heißt Verantwortung übernehmen? Ich glaube, es ist wichtig, zum einen, dass wir mitwirken, dass solches Unrecht, solche Unmenschlichkeit nicht wieder geschehen kann. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir uns verantwortlich dafür einbringen, dass wir eine friedliche und menschliche Zukunft gestalten, hier in unserer Stadt, aber auch weit darüber hinaus. Ich glaube, es war für uns alle schockierend, dass wir in diesen Tagen erfahren haben, dass eine organisierte Gruppe von deutschen Rechtsextremisten über Jahre systematisch Menschen ermordet hat. Dies, weil sie anders waren, weil sie Migranten waren, die nach Deutschland gekommen sind und friedlich mit uns gelebt haben. Diese Morde zeigen, wie groß die Gefahr des Rassismus heute noch ist, wie groß ideologische Verblendung auch heute noch sein kann. Und sie zeigen auch, wie wichtig und unverzichtbar es ist, dass wir an die Verbrechen und das Unrecht der Vergangenheit erinnern, aber dass wir auch all das tun, damit es eben nicht mehr möglich wird. Und dieses Wissen und diese Aufgabe müssen wir an die nächsten Generationen vermitteln. Und dazu brauchen wir Orte, und der Professor Ostertag hat es zu Recht angesprochen, dafür brauchen wir Orte. Und deshalb bin ich auch der Landesregierung, Ihnen, Herr Dr. Schmidt, dankbar, dass Teile des Gebäudes Hotel Silber als Gedenkort, vor allem aber auch als Lernort für Schüler, für Jugendliche gestaltet wird. Die Frage des Warum und Wie war dieser Nazi-Terror möglich in einem an sich kultivierten, zivilisierten Deutschland Mitte letzten Jahrhunderts. Und es ist wichtig zu vermitteln, warum Jugendliche, Schüler aktiv sich für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat einsetzen sollen. Denn eine zentrale Lehre aus der Vergangenheit ist, das Selbstverständnis von uns als Stadt, als Kommune, dass wir eine offene, tolerante und internationale Stadt sind. Menschen aus aller Welt leben bei uns friedlich zusammen. Es gibt ein breites Miteinander der Nationen, der Generationen, der sozialen Schichten und der Religionen. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir wieder eine wachsende jüdische Gemeinde in unserer Stadt haben. Ich bin deshalb sehr dankbar, dass vor 5 Jahren mit einem großen ehrenamtlichen Engagement das Zeichen der Erinnerung dieser Gedenkort initiiert und mitgestaltet wurde, und möchte Ihnen, Professor Dr. Ostertag, ganz herzlich dafür danken. Und ich möchte ein Zitat von Noah Flug verlesen, der im Alter von 14 Jahren deportiert wurde und das Glück hatte zu fliehen und die Shoah überlebte. Die Erinnerung ist wie Wasser. Sie ist lebensnotwendig und sucht sich ihren eigenen Weg in einem Raum und zu anderen Menschen. Sie ist immer konkret. Sie bringt Gesichter und Orte zurück, Gerüche und Geräusche. Sie hat kein Verfallsdatum. Die Erinnerung ist nicht nur lebensnotwendig, sondern aus ihr wächst Versöhnung. Diese Versöhnung bedarf gemeinsamer Arbeit heute wie künftiger Generationen, damit friedliches, tolerantes und solidarisches Zusammenleben
gelingt. In diesem Sinne danke ich Ihnen, dass Sie gekommen sind. Danke Ihnen für das gemeinsame Gedenken. Ich lese Ihnen jetzt den Brief, den die ehemalige Stuttgarterin Hannelore Marx für diesen Abend heute geschrieben hat. Sie lebt in New York und ist 89 Jahre alt. Mein Name ist Hannelore Marx, geborene Kahn. Ich bin 1922 in Stuttgart geboren und habe zusammen mit meinem Bruder meine Kindheit in der Stitzenburgstraße unterhalb vom Bobser verbracht. Die kurze Straße ohne Verkehr war unser Spielplatz. Wir waren die einzigen jüdischen Kinder, aber keiner unserer Spielkameraden hat einen Unterschied gemacht oder hat uns beleidigt. Auch unsere Schulzeit in der Jakobschule war freundschaftlich mit den Mitschülern. Anschließend kam ich in die Eberhard-Mittelschule. Auch dort war es die erste Zeit freundschaftlich mit meinen Mitschülern. Ich war die einzige Jüdin in der ganzen Schule. Mit 14 Jahren wurde ich mitten im Unterricht zum Direktor gerufen, der mir erklärte, dass ich sofort die Schule verlassen muss, um die Schule judenrein zu machen. Ich war natürlich furchtbar deprimiert und habe auf dem Weg nach Hause geweint. Dort nahm meine Mutter mich in die Arme und versuchte, mich zu trösten. Da es für mich keine andere Gelegenheit gab, eine Schule zu besuchen, fand ich Arbeit in einer noch jüdischen Fabrik. Als diese Fabrik verkauft werden musste, wurden alle jüdischen Angestellten entlassen. Ich fand Arbeit bei einem jüdischen Arzt als Sprechstundenhilfe. Am 9. November wurden alle Synagogen angezündet und die jüdischen Geschäfte zerschlagen und ausgeraubt. Jüdische Männer wurden verhaftet und in Konzentrationslager gebracht. Darunter war auch mein Vater. Er kam nach 4 Wochen nach Hause, weil er im Ersten Weltkrieg als deutscher Soldat gekämpft hatte. Wir versuchten, nach Amerika auszuwandern, aber wir hatten nicht die notwendigen Papiere. Mein Bruder hatte das Glück, nach England zu gehen. 1940 mussten wir unsere Wohnung verlassen, um das Haus judenrein zu machen. Wir bekamen eine Wohnung in einem noch jüdischen Besitz, die wir mit 3 anderen Mietern teilten. Ich glaube, es war 1941, dass wir den Judenstern tragen mussten. Er wurde auf die linke Brustseite aufgenäht und durfte nicht verdeckt werden, damit jeder ihn sehen konnte. Niemand kann ermessen, wie deprimierend das für uns war. In der Straßenbahn mussten wir außen beim Fahrer stehen. Wir durften nicht im Wagen sitzen. Gold und Silber mussten wir schon früher abgeben und auch unser Radio. Unser eigenes Geld auf der Bank wurde beschlagnahmt und wir durften nur ein kleines monatliches Gehalt abheben, um unser Leben zu bestreiten. Auf unseren Lebensmittelkarten war die ganze Fläche mit J bedruckt, sodass wir in keinem Geschäft einkaufen konnten. In ganz Stuttgart gab es nur ein Geschäft für Lebensmittel für Juden. Im Metzgerladen daneben hatten sie nur Schweinefleisch, weil es für Juden in der Religion verboten ist, Schweinefleisch zu essen. Im November 1941 wurden wir brieflich aufgefordert, uns am 27. November auf dem Kielesberg einzufinden. Es war uns erlaubt, für jede Person einen Koffer mit Kleidung mitzunehmen. Alles andere, unseren ganzen Besitz, mussten wir zurücklassen. Am 27. November kam die Gestapo in unsere Wohnung und hat alles beschlagnahmt. Auf dem Kielesberg mussten wir 3 Tage und Nächte auf dem blanken Boden liegen. Andere Juden aus ganz Württemberg kamen an. Am 1. Dezember 1941 mussten wir ganz früh am Morgen zum Güterbahnhof marschieren, als die Stadt Stuttgart in tiefem Schlaf lag und die Menschen darum nicht sehen und hören konnten. Unsere Koffer und unsere Kleidung wurden aufs Lastauto geladen und wir sahen sie nie wieder. Am Bahnhof wurden wir in Wagen eingeteilt, Fenster und Türen wurden versiegelt und dann fuhren wir ab nach Riga in Lettland. Über die schrecklichen Jahre will ich Ihnen nichts erzählen.
Es waren 3,5 Jahre mit unmenschlichen Leiden. Zehntausende Menschen wurden erschossen, andere starben an Unterernährung. Meine Mutter wurde am 26. März 1942 erschossen und mein Vater im August 1944, weil sie Juden waren. Dass ich selbst am Leben blieb, ist ein Wunder, und dass ich noch heute am Leben bin, ist genauso ein Wunder. Ich glaube, ich bin die einzige Überlebende aus Stuttgart, die noch am Leben ist. Von ganz Württemberg sind noch eine Handvoll am Leben. Wenn heute noch Menschen behaupten, dass alles nicht wahr war, so sind das dumme, unwissende Menschen. Ich kann Ihnen versichern, dass jedes meiner Worte Wahrheit ist. Meine Damen und Herren, der Stuttgarter Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit war und ist es ein zentrales Anliegen, die Erinnerung wachzuhalten an die durch das Nazi-Regime verschleppten und ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Im Jahre 1948, gerade einmal 7 Jahre nach der Deportation hier am Nordbahnhof, gründeten Stuttgarterinnen und Stuttgarter diese Gesellschaft mit dem Ziel der Verständigung der Völker, vor allem zwischen Juden und Christen, über alle religiösen und kulturellen Unterschiede hinweg. Erinnerung und Verständigung war das Ziel, und das leben wir heute, 70 Jahre danach, hier am Deportationsplatz Nordbahnhof. Und trotz aller Trauer ist es an diesem Ort ein gutes Zeichen, dass immer mehr Gruppen und Initiativen in Stuttgart diese Erinnerung lebendig machen und weitergeben wollen. Im Gedenken an die jüdischen Opfer ist es eine Verpflichtung für uns alle, dass ein solch menschenverachtendes System, das hier gewirkt hat, in unserem Land nicht mehr hoffähig werden kann. Nicht in Ansätzen und nicht im Untergrund. Und ist es deshalb nicht unsere Verpflichtung, alles zu tun, damit Organisationen und Parteien verboten werden, die zumindest als geistige Brandstifter für die bekannt gewordenen menschenverachtenden Taten, die wir in den letzten Wochen und Monaten erfahren werden, haben, angesehen werden können. Zugegeben, ein solches Verbot wird den Hass und die Gewalt dieser Menschen nicht beseitigen. Aber dieses Verbot versetzt Strukturen, in denen Hass und Gewalt gedeihen, einen schweren Schlag. Meine Damen und Herren, wir wollen, der Oberbürgermeister hat es ganz deutlich gesagt, in unserer Stadt friedlich zusammenleben. Die christlich-jüdische Gesellschaft Stuttgart wirkt in diesem Sinne in unserer Stadt zur Verständigung zwischen Juden und Christen, zum besseren Verstehen. Und dazu müssen wir auch die nachfolgenden Generationen einbeziehen, die dieses unvorstellbare Unrecht, das hier an diesem Ort geschehen ist, nur aus den Geschichtsbüchern kennen kann. Und dies geschieht heute beispielhaft bei unserem Gedenken. Die Erinnerung an die finsteren Stunden unserer Geschichte muss wach bleiben, damit die Opfer nicht vergessen werden und damit wir gemeinsam eine friedliche Zukunft sichern können. Sie hören jetzt Jazz und Ben. Das sind Jared, David, Tobias, Konstantin und Ashot. Sie singen alle nur Menschen. Text und Musik sind von Jared Schauer. Thank you.
ist egal, wir sind alle nur Menschen. Wir lieben, hassen, stehen, geben und vergessen. Doch vergisst man zu viel, macht man die gleichen Fehler wieder. Kennt man die Vergangenheit, wird man aus seinen Fehlern klüger. Es ist alles egal, wir sind alle nur Menschen. Wir lieben, hassen, stehen, geben und vergessen. Doch vergisst man zu viel, macht man die gleichen Fehler wieder. Kennt man die Vergangenheit, wird man aus seinen Fehlern klüger. Sehr geehrter Generalkonsul Charles Schlosser, sehr geehrter Minister Schmidt, sehr geehrter Oberbürgermeister Dr. Schuster, sehr geehrter Bürgermeister Dr. Scheurer, ich begrüße die Vertreter der Damen und Herren, Vertreter der Kirchen- und Religionsgemeinschaften sowie der befreundeten Vereine und Institutionen. Und vor allem begrüße ich die Schülerinnen und Schüler der Freien Waldorfschule am Kreerwald und ihre Lehrerin Frau Pfarrerin Renninger. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, vor 70 Jahren am 1. Dezember 1941 verließ der erste Deportationszug Stuttgart gen Osten. Damals, vor 70 Jahren, begann die vollständige Auslöschung der jüdischen Gemeinschaft in Stuttgart und Württemberg. Wer von den damaligen Gemeindemitgliedern nicht bereits geflohen war oder nicht mehr fliehen konnte, wurde fortan gegen Osten deportiert. Jüdisches Leben, jüdische Kultur und Tradition, die Württemberg mitgeprägt haben, wurden gewaltsam ausgelöscht. Wir, die wir hier im Angedenken an die ermordeten Württemberger Juden versammelt sind, und wir hier am Rednerpult stehen in der Verantwortung. In einer Verantwortung, dass das, was in der Vergangenheit geschehen ist, sich nicht wiederholen darf. Dass heutige und künftige Generationen die Erinnerung weitertragen und sich für eine demokratische und gerechte Gesellschaft wirksam einsetzen. Gerade die letzten Ereignisse haben uns erschreckend vor Augen geführt, dass wir uns nicht in Sicherheit wiegen dürfen, unsere Aufgaben schon erledigt zu haben. Die Erkenntnis, dass mitten in der Gesellschaft eine gewalttätige Bande rechtsextremistischer Jugendlicher durchs Land gezogen ist und Menschen ermordet hat, weil sie Migranten waren, lässt erschauern. Es führt uns die Kluft vor Augen, die auch in unserem Land besteht, zwischen einer Mehrheitsgemeinschaft, die demokratisch gesinnt und der Gerechtigkeit sich verpflichtet fühlt, und einer Minderheit, die sich der menschenverachtenden Ideologie des Nationalsozialismus bedient, um Aggressionen und Gewalttätigkeit willkürlich auszuleben. So hat uns schon vor Jahren Primo Levi vor allzu trügerischer Selbstsicherheit gewarnt. Ich zitiere, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben. Zitat Ende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich heute durch die Stadt gehe, in der ich aufgewachsen bin und lebe, erinnert fast nichts mehr an das, was vor 70 Jahren in Stuttgart geschah. Im Killesbergpark und hier an diesem Ort wurden Menschen wie Tiere zusammengetrieben, von hier aus in Konzentrationslager deportiert, dort auf grausame Weise gequält und ermordet. Und das nur, weil sie einer anderen Religionsgemeinschaft angehörten oder anders dachten, wie die Mehrheit im damaligen Deutschland. Für uns Jugendliche heute ist es unvorstellbar, dass viele unserer Vorfahren aktiv oder zumindest passiv an diesem Verbrechen beteiligt waren. Meine Generation und die meiner Eltern kennen die Zeit des Nationalsozialismus nur aus dem Geschichtsunterricht und Erzählungen unserer Großeltern. Wir selbst haben ihn nicht miterlebt. Umso wichtiger ist es, dass wir nicht vergessen und verdrängen, dass an dieser Stelle unschuldige Menschen in den Tod geschickt wurden. Deshalb sind Erinnerungsstätten wie diese, der Erhalt des Hotels Silber oder auch die Stolpersteinaktion wichtig, um uns im Alltag daran zu erinnern, was vor gerade einmal 70 Jahren an Schrecklichem und Menschenverachtendem geschah. Heute ist Stuttgart eine Stadt, in der Menschen aus unterschiedlichen Ländern und mit verschiedenen Religionszugehörigkeiten friedlich miteinander leben. Doch mit dem Wissen, dass dies nicht immer so war, müssen wir aufmerksam sein. Wir dürfen jegliche Form von Hass, Ausgrenzung und Gewalt
gegenüber Menschen mit einer anderen Religion, einer anderen kulturellen und nationalen Herkunft, einer anderen Hautfarbe, einer anderen sexuellen Orientierung oder einer Behinderung. Kurzum, alle Minderheiten unserer Gesellschaft nicht zulassen. Sondern wir müssen diese Ausgrenzungen aufs Stärkste verurteilen und verhindern. Aus der Geschichte dieser Stadt und dieses Landes geht eine Verantwortung hervor, die wir Jugendliche weitertragen müssen und nicht vergessen dürfen. Deshalb ist es wichtig, beides zu verbinden. Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und gleichzeitig das Wachsamsein, damit eine solche Katastrophe nie, nie wieder geschieht. Dass dieses Wachsamsein bitter notwendig ist, zeigt die aktuell bisher unerkannte Entstehung eines neuen rechtsradikalen Terrors in unserem Land. Ich denke, ich spreche im Namen der meisten Jugendlichen, wenn ich sage, dass uns der Gedanke an den Holocaust mit Fassungslosigkeit und Trauer erfüllt. Unsere Pflicht als Generation derer, die die Zukunft unseres Landes gestalten, ist es, nicht zu vergessen und dafür einzutreten, dass Toleranz gegenüber Andersdenkenden gelebt und kulturelle sowie nationale Vielfalt in unserer Gesellschaft als Bereicherung und nicht als Bedrohung empfunden wird. Vielen Dank. Verehrte Anwesende, wir gedenken heute Abend den Beginn der Deportationen unserer ehemaligen Gemeindemitglieder und württembergischen Juden, deren Weg in den Tod, der ihrem Leben ein jähes Ende bereitet hatte. Bürger, nicht Mitbürger, die hier zu Hause waren, die Hoffnungen in sich trugen, Zukunftsperspektiven, die teilweise ein Leben vor sich hatten. Und sie hatten gemeint, sie haben eines vor sich. Ihr Weg führte nach Stuttgart. Zuerst auf den Killesberg, wo sie versammelt wurden in dieser eisigen Kälte. Und darum bitte ich auch, dass man diesen historischen Ort des Killesbergs nicht untergehen lassen möge. Später an den Bahnhof und in die Lager, wo die Grausamkeit des Rassenwahns ihr konkretes Bild zeigte und sie in den Tod trieb. Wir wissen, Opfer können sich nicht mehr wehren. Und deshalb ist es unsere heilige Pflicht, ihrer ewig zu gedenken. Der jüdischen Märtyrer von Württemberg, die hier ihre letzte Reise angetreten hatten. Einer der wenigen Überlebenden unserer Gemeinde, einer der letzten, die sich retten konnten, in letzter Minute mit 10 Reichsmark den Weg in die Freiheit irgendwie noch gefunden hatten, war Leopold Marx. Er war 1889 in Cannstatt geboren worden, wurde Fabrikant und Dichter. Sein Vater hatte in Cannstatt eine Gurten- und Bandweberei. Er hat verstanden, was es bedeutet, überlebt zu haben
und die Last des Überlebens mit der Verantwortung den Opfern gegenüber zu tragen. Und hat es formuliert in einem Gedicht, das ich Ihnen jetzt vortragen möchte. Die Botschaft der Toten. Sie mussten die dunkle Straße ziehen. Keiner weiß wann, keiner weiß wo. Und keiner kann sagen, wohin, warum, warum brennt Stroh. Dass Israels Blut in ihnen floss, rief die Hölle auf zu ihrem Richter. Das war ihre Sünde, und die war groß vor dem Blutwahn ihrer Vernichter. Es war ihre Ehre, es bleibt ihr Ruhm. So dann wie heute und immer, ihr stummes Zeugen des Heldentum, ihrer heimlichen Krone Schimmer. Sie fordern nicht Tränen, nur Treue und Dank und ein ernstes Zeugen des Leben. Den Schein von oben, der auf sie sank, wollen sie weitergeben. Nicht jeder vernimmt, wenn ihr Ruf ihn trifft. Leis ist die Stimme der Toten. Ihr Wort ist wie eine verborgene Schrift. Gestaltlos sind ihre Boten. Die Botschaft der Toten ist einfach und schlicht. Drum ist sie so schwer zu fassen. Ihr sollt auf der Erde mehren das Licht und Liebe wachsen lassen. Ich bitte, dass die Sitzenden sich erheben mögen, zur Erinnerung an das Gebet, und das Gebet, das wir jetzt hören werden, in Erinnerung an die Märtyrer aus Württemberg. Zuerst auf Deutsch und dann auf Hebräisch. Erbarmungsvoller Gott, in den Höhen thronend, gewähre vollkommene Ruhen unter den Fittichen deiner göttlichen Gegenwart, in der Erhabenheit der Heiligen und Reinen, die im himmlischen Glanz leuchten, aller Seelen der 6 Millionen Juden, den Opfern der Shoah in Europa, die zur Heiligung des göttlichen Namens ermordet, hingeschlachtet oder verbrannt und vernichtet wurden, in Riga, Izbica, Theresienstadt, Dachau, Ravensbrück, Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald und in den übrigen Vernichtungslagern. Die ganze Gemeinde betet für die Erhebung ihrer Seelen. Deshalb wird der Herr des Erbarmens sie für ewig im Schutz seiner Fittiche bergen und ihre Seelen in den Bund des Lebens aufnehmen. Der Ewige ist ihr Erbteil. Im Garten Eden werden sie weilen, in Frieden auf ihrem Lager ruhen. Ihren Anteil werden sie am Ende der Tage bekommen. Und wir sprechen Amen. Amen. של 6 מיליון יהודים חללי השואה באירופה שנהרגו ושנשחטו שנשרפו ושנספו
על קידוש השם. מרגע הצביקה טרזיינשטט תחוי רבנסבריק אושוויץ ברגן בלזן בוכנוולד ובשום החנויס השמדה בעבור שכל הכל מספלל לילוי נשמוי סיים לכן בלא רחמים יסתירי בסייסר כנבוב לעולמים ויצרו מצרי החיים אס נשמוי סיים אדוני